Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche an diesem Samstag mit zwei Bücherwochen. Denn ich hatte eine dieser beiden Wochen Urlaub und in der anderen war ich 3 Tage geschäftlich und so halb privat unterwegs. Und da wusste ich schon, dass ich nicht ganz so zum Lesen kommen werde. Und auch im Urlaub, ja, weiß man ja immer nicht, ob man die Zeit so findet. Ich bin ja tatsächlich jemand, der im Urlaub immer eher weniger liest. Wobei das in dieser Woche relativ gut geklappt hat. Ich habe einige Bücher gelesen, auch 2 Bücher abgebrochen. Und ich bin auch irgendwie mit diesen beiden Bücherwochen nicht ganz so zufrieden, muss ich tatsächlich sagen. Also zumindest was die Qualität angeht oder so. Das Lesevergnügen. Ich habe jetzt auch schon mal angefangen für den Highlight-Adventskalender so ein bisschen zu gucken, wie viele Highlights habe ich eigentlich in diesem Jahr gelesen. Und irgendwie ist das dieses Jahr kein so gutes Lesejahr, zumindest was so mein Händchen für Highlights betrifft. Wobei es sind sehr, sehr viele 4-Sterne-Bücher dabei, aber so richtige lebensverändernde Highlights waren es noch relativ wenig. Also bis jetzt könnte ich die 23 Türchen noch nicht füllen, wobei ich ja dann auch immer für den Dezember noch 1-2 Türchen offen halte, aber ha. Ja, bevor wir jetzt über Weihnachten sprechen, sprechen wir lieber über den Spooktober, denn da gibt es am Mittwoch ein Video von mir. Es gibt ja schon einige Videos von lieben anderen Booktuber und Booktuberinnen und mein Video folgt dann am Mittwoch, also freut euch da drauf. Und ja, in den 2 Wochen habe ich auch ein bisschen Serie geguckt, ich habe Filme geguckt. Und da werde ich auf jeden Fall am Ende des Videos auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Bücher und Zeitstempel immer unten in der Infobox. Gerade wenn ihr euch für die Bücher irgendwie interessiert, schaut da gerne vorbei. Ich glaube, bis auf 2 Bücher habe ich auch Clips gemacht und das bei den anderen 2 lag daran, dass ich die jetzt dann auch erst am Wochenende beendet hatte und dachte, ja, die packe ich euch dann einfach in das Video mit rein. Starten wir aber erstmal mit der chronologischen Reihenfolge, wie immer. Es begann mit Die Chroniken von Rotkäppchen von Christina Henry. Das war das Hörbuch in der Woche vor meinem Urlaub, was ich einfach dachte, das bietet sich natürlich auch, wenn man unterwegs ist, dann doch gut an. Da kann man im Hotel ein bisschen hören, im Zug hören und das habe ich dann auch getan. Dann habe ich Papyrus von Irene Valeo gelesen. Ein Buch, was jetzt auch, glaube ich, erst relativ aktuell, zumindest jetzt in die letzten 2-3 Monate herausgekommen ist. Dann habe ich von Letizia Colombani Das Haus der Frauen gelesen. Da war mir nach einer etwas kürzeren Geschichte und dementsprechend habe ich auch zu dem etwas dünneren Buch gegriffen. Dann ein Rezensionsexemplar, Frauen, die wandern, sind nie allein, von Carrie Andrews. Eine Sammlung von Geschichten über Frauen, die eben wandern zu ihren jeweiligen Zeiten. Übrigens ein sehr schönes Cover, also das muss ich echt sagen. Das nächste Hörbuch habe ich leider abgebrochen und zwar Der Leuchtturm an der Schwelle der Zeit von Natascha Pulley. Das hatte ich dann in der Urlaubswoche begonnen, aber ich glaube nach so 25-26%, ja, das war leider nichts. Dann wurde es mal wieder Englisch. The House at the Edge of Magic von Amy Sparks. Das Buch gibt es mittlerweile auch schon im Deutschen und ich wollte einfach mich weiterhin so ein bisschen kindlich gruseln und dachte, da passt das Buch ganz gut. Hat aber leider den Erwartungen nicht entsprochen. Und ja, beim letzten Buch, das habe ich mir tatsächlich erst am Freitag auch geholt und zwar Cold Town von Holly Black. Und auch das habe ich abgebrochen. Ja. Es war irgendwie nicht einfach. Aber gut, wir starten nun mit den Videoclips und die Zeitstempel, wie gesagt, unten in der Infobox. Das Hörbuch der Woche ist die Chroniken von Rotkäppchen von Christina Henry. Es müsste das 4. oder 5. Buch der Autorin in dieser Reihe sein. Ich bin jetzt persönlich nicht der größte Fan des Rotkäppchens-Märchens, weil ich das wirklich mit eines der brutalsten finde und auch wirklich der grausamsten. Alleine wenn am Ende kann man Märchen... Spoilern? Nein. Ich glaube, alleine wenn am Ende dem Wolf der Bauch aufgeschnitten wird und dann springt das Rotkäppchen und der Großvater raus, das habe ich mir als Kind sehr realistisch vorgestellt und fand das ganz, ganz, ganz schlimm, dass ich da in diesem Körper dieses Tieres verweilen sollte, wenn es mich denn frisst. Nicht, dass ich als Kind Angst hatte, dass mich ein Wolf frisst, weil... Ja, ist natürlich der Körper eines Wolfs gar nicht möglich, also auch als Kind, also ich fand das ganz, ganz schlimm als Kind, das hat wirklich bei mir für Albträume gesorgt und auch heute noch denke ich mir, wie konnte man so ein Märchen eigentlich schreiben, aber gut, zum Glück
hat diese Geschichte sehr wenig mit Rotkäppchen zu tun. Dennoch bin ich ja schon, wenn auch ein bisschen gemischt, ein Fan von Christina Henry. Ich mochte den ersten Teil der Alice-Reihe. Ich mochte es rund um Peter Pan. Ich fand die Meerjungfrau sehr schwach. Ich hätte auch den Kurzgeschichtenband von Alice vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Aber ja, an und für sich sind es schon sehr blutige Adaptionen oder Weitererzählungen von Märchen. Und jetzt ganz aktuell herausgekommen ist ja auch dieser kopflose Reiter von Sleepy Hollow, wo ich mich auch sehr auf das Hörbuch freue. Sprecherin ist Birte Schneuink, ich hoffe, man spricht das so aus, die mir sehr gut gefallen hat. Ich glaube, bewusst habe ich von ihr noch kein Buch gehört. Auch die Stimme hat mir jetzt nichts irgendwie gesagt, sage ich jetzt mal so im Sinne von, dass mir die bekannt vorgekommen ist. Aber ich fand, sie hat ihren Job richtig gut gemacht. Ich bin jetzt tatsächlich super gespannt, wie auch das mit Sleepy Hollow erzählt wird, was ja keine ganz klassische Geschichte ist, aber ich denke, dazu kommen wir dann vielleicht im Oktober irgendwie. Ja, wir treffen bei den Chroniken von Rotkäppchen auf die 20-jährige Cordelia, die von allen nur Red genannt wird, also das klassische Rot, dass sie ständig rote Pullover, Hoodies und Shirts trägt. Es ist an der Zeit, dass ein Virus ausbricht, eine Viruserkrankung, und dazu möchte ich wirklich vorneweg sagen, dass das Buch vor Corona geschrieben wurde, weil im Englischen ist das Buch eben auch, glaube ich, schon 3 oder 4 Jahre alt. Dementsprechend kann man jetzt nicht der Autorin unterstellen, dass sie auf diesen Zug aufgesprungen ist, sondern tatsächlich einfach vorher die Geschichte geschrieben hat und das Buch jetzt einfach vielleicht unglücklich erscheint. Aber gut, am Ende hat das der Verlag eben auch einfach durchgetaktet und ja, da lässt sich da manchmal auch gar nichts ändern. Ja, auf jeden Fall bricht diese Viruserkrankung aus und alle Infizierten fangen mit starkem Husten an, und da es keine Medikamente gibt, keine Impfung gibt, keine Vorbeugung, führt diese Krankheit in den meisten Fällen zum Tode. Red ist allerdings gut vorbereitet, denn sie liebt apokalyptische Geschichten und hat so eine Ahnung, wie man sich jetzt eben in so einer Situation verhalten muss. Sie unterstützt daher auch die Fluchtpläne der Eltern, als diese eben zu der Großmutter reisen wollen, die eben in einer sehr einsamen Waldgegend wohnt, und dahin sind sie jetzt auf dem Weg. Irgendwann ist sie allerdings dann nur noch allein unterwegs und trifft mal gute, aber manchmal eben auch nicht so gute Menschen, Begleitungen, und ja, man ist da wirklich in einer fast menschenleeren Welt dann auch unterwegs. Und vorneweg möchte ich sagen, dass ich ein bisschen überlegt habe, deswegen ist das Buch tatsächlich auch jetzt erst zum Lesen gekommen, obwohl schon ein Stückchen erschienen ist, ob ich mir wirklich schon eine Geschichte über eben ein Virus durchlesen möchte, der doch eben dem, was bei uns auf der Welt eben passiert, doch sehr nahe kommt. Andererseits muss ich sagen, dass ich ja auch so zwischendrin mal mit The Walking Dead begonnen habe und dachte, ja, an und für sich ist einfach Fiktion und reale Welt doch nochmal was anderes in der Regel. Und auch hier merkt man schon einen Unterschied zum Verlauf der Pandemie, sag ich mal, oder dieser Viruserkrankung. Und ich fand es ganz lustig, ich fand es auch sehr sympathisch bei Cordelia, bei Red, dass sie eben dachte, sie ist gut vorbereitet, weil sie kennt eben postapokalyptische Geschichten. So bin ich mir ja anfangs auch vorgekommen. Und es war ja gerade zu Beginn unserer Pandemie so, dass ich oft dachte, das hat in Büchern zu dem und dem und dem geführt. Das und das ist in Filmen passiert. Und sehr gruselig war ja, dass vieles tatsächlich genauso geschehen ist, wie es eben in der Fiktion auch beschrieben wurde, wo man sich denkt, es ist manchmal sehr gruselig, wie nah dann Fiktion und Realität zusammen war. Also nicht, dass man etwas voraussehen kann, aber wie sich Menschen verhalten und so weiter, diese Charakterstudien, die konnte man, glaube ich, tatsächlich ganz gut verfolgen, und so haben es sich ja auch viele Autoren vorgestellt, beziehungsweise in ihrem Horrorszenario, was dann eben einfach echt wurde. Aber ja, nun zurück zur Chroniken von Rotkäppchen. Ich möchte dazu sagen, dass dieses Buch nichts gefühlt mit Rotkäppchen zu tun hat. Es ist für mich keine Märchenadaption, und ich finde es tatsächlich schade, dass der Verlag dieses Chroniken von Rotkäppchen weitergeführt hat, weil das hat einfach nichts damit zu tun. Außer dass zufällig ja unsere Protagonistin eben Red, also Rot heißt, und eben auch gerne Rot trägt, wie ja auch Rotkäppchen ein rotes Cape getragen hat. Mehr haben die aber nicht miteinander zu tun. Es hat nichts mit irgendwie einer Großmutter mit Wölfen oder irgendwas zu tun. Und das finde ich ein bisschen verwirrend, weil wer hier eine Märchenadaption sucht, der wird diese nicht finden, denn wir haben hier einen ganz klassischen Endzeitroman. Also es ist tatsächlich eigentlich ja Science Fiction, die eben sehr endzeit-postapokalyptisch unterwegs ist. Er ist spannend, er ist packend, hat aber einfach nichts mit dem Märchen zu tun. Das muss man einfach sagen. Ich finde das tatsächlich ein bisschen irreführend, weil ich glaube, man erwartet etwas anderes
wenn man es liest. Auch ich habe so einen Moment des Umschaltens gebraucht, würde jetzt aber im Nachgang tatsächlich sagen, dass das Buch für mich besser ist, als wäre es eine Märchen-Weitererzählung oder Interadaption gewesen. Ja, wir haben hier eben einen Endzeitroman, der tatsächlich mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der ist sehr nah an den ersten Alice-Teil und noch an Peter Pan kommt, was so meine Bewertung angeht. Auch wenn ich Red in vielen Momenten nicht mochte. Ich finde, sie ist keine sympathische Protagonistin. Ich finde sie ziemlich nervig. Sie hat manchmal sehr dumm agiert und reagiert und sie ist eine wahnsinnige Besserwisserin und das finde ich ganz anstrengend. Das mag ich im wahren Leben nicht und das mag ich in Büchern in der Regel auch nicht, die sich nicht sagen lassen, die man im Grunde am liebsten fünfmal in der Geschichte schütteln möchte und sagen, Mensch, jetzt schalt doch mal deinen Verstand an oder hör doch auf die Menschen in deiner Umgebung. Sie wusste gefühlt immer alles besser, auch wenn ihr immer wieder gezeigt wurde, dass sie es eben nicht weiß. Ich fand das sehr anstrengend und auch das Verhalten ihr gegenüber von Männern fand ich wirklich sehr beängstigend, nicht im Sinne, also ne, ich fand es halt so wirklich merkwürdig, dass sie sich nicht von Männern helfen lassen wollte. Sie ist eine starke Frau, sie kann das. Auch Männerbegleitungen, das hätte ich vielleicht sogar noch verstanden, so sagt, möchte sie nicht, den traut sie vielleicht nicht. Jetzt ist natürlich in der Regel der Mann das stärkere Geschlecht und ich möchte jetzt gar nicht diese Kiste öffnen, aber man hat hier eine 20-jährige junge Frau, wo eben auch beschrieben wird, wie sie körperlich aussieht und wenn dann natürlich vielleicht irgendwie 3-4 Männer kommen, dass einem da nicht wohl ist, das hätte ich noch irgendwo verstanden, aber sie hatte ja eher so diesen Männerhass im Sinne von, dass sie sich da nichts sagen lässt, sie ist selbstbewusst, sie kann das alles besser, sie weiß das alles besser, sie braucht eh niemanden und Männer schon gleich gar nicht und das fand ich, oh, da habe ich echt gedacht, nee, ich glaube, man muss oder man sollte in Notsituationen immer zusammenhalten, egal was für ein Geschlecht man ist. Und natürlich darf man etwas kritisch sein, das ist gar keine Frage, das wäre ich wohl, selbst wenn mir eine Truppe Frauen über den Weg läuft, also es hat, glaube ich, gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, wenn man irgendwie in so einer Situation wäre, aber so diese Vorurteile gegenüber Männern, das fand ich wirklich schwierig. Aber ja, also ich mochte Red nicht und das ist, glaube ich, auch der Punkt, weswegen es für mich kein Highlight wurde, weil ich mit ihr in den wenigsten Situationen mitfühlen, mitgehen, mitsympathieren konnte. Und das liegt, glaube ich, gar nicht an Red allein, sondern eben auch, wie die Autorin sie uns im Grunde rüberbringt oder ihre Entscheidungen. Nur weil ich vielleicht anders handeln würde, würde ich es ja verstehen, wenn man mir die Handlungen erklären würde, warum, weshalb und so weiter. Also ich glaube, dass da tatsächlich eher das Kommunikationsproblem war. Wir springen in der Geschichte und das fand ich richtig gut zwischen davor und eben danach, also im Jetzt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Das war toll gekennzeichnet, auch im Hörbuch konnte man das sehr gut unterscheiden. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, dass wir so ein Davor haben, ein Jetzt haben, so ein bisschen den Weg haben. Und das fand ich richtig gut von Christina Henry, dass sie das ein bisschen unterschieden hat. Mir hat das Buch wirklich sehr gut gefallen. Es war mitreißend, es war spannend, es war packend, es war düster, es war natürlich auch brutal, wie man es von Christina Henry auch kennt. Allerdings tatsächlich schon so, dass ich sage, das war für mich noch erträglich und okay. Und jetzt bringt mich Christina Henry schon öfter mal so ein bisschen über meine Grenzen, aber in diesem Fall fand ich wirklich, dass sie so kurz davor gut gehalten hat und ich das wirklich sehr angenehm fand. Also es hat mir Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen, Red auf ihren Weg zu begleiten und ebenso vielleicht dieses Rotkäppchen-Ding einfach mal anders zu erleben. Wie gesagt, für mich keine Rotkäppchen-Adaption, auch keine Weitererzählung der Geschichte, sondern wirklich ein eigenständiges Werk und wirklich ein bisschen schade, dass man hier ein Rotkäppchen-Stempel drauf gemacht hat. Aber ja, spannend, packend, wer Endzeitbücher gerne mag, wer es jetzt auch noch nicht zu früh findet, einfach mal ein Buch über einen Virus auf unserer Welt nachzudenken bzw. darüber zu lesen, der sollte definitiv dazu greifen. Hat mir um Längen besser gefallen als tatsächlich diese Meerjungfrauengeschichte. Und jetzt bin ich natürlich super neugierig, was uns bei Sleepy Hollow so ein bisschen erwarten wird. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Ein wirklich tolles Buch, hat viel Spaß gemacht mit den Abstrichen bei Red. Aber das habe ich ja auch öfter mal, dass ich nicht immer mit jedem Charakter irgendwie so sympathisiere. Muss ja auch am Ende tatsächlich gar nicht sein. Das letzte Buch im September, beziehungsweise, ja, ich habe es tatsächlich auch erst am 1. Oktober beendet, aber ja, so munkig bin ich dann zum Glück doch nicht, ist Papyrus von Irene Vallejo. Das ist mir schon vor einiger Zeit bei den Neuerscheinungen über den Weg gelaufen. Ich fand das Cover toll, ich fand den Klappentext spannend und ich war super happy, als es mir dann als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Und ich habe es mir so ein bisschen auch für die Woche vorgenommen, weil ich einfach schon wusste, durch den, dass ich ja in Düsseldorf
Lesestoff unterwegs war, dass ich eben nicht ganz so zum Lesen komme, hatte ja auch schon ein Hörbuch, was ich ja vorher schon gezeigt habe. Und so wusste ich, ich werde am 1. Oktober nicht sehr viel tun und werde dann wahrscheinlich einfach so den Rest, den ich unter der Woche nicht geschafft habe, dann eben beenden. Und so war es dann tatsächlich auch. Wir haben hier eine Art Zeitreise der wichtigsten Ereignisse bzw. Etappen der Geschichte rund um das Thema Buch. Und das ist natürlich für alle Bücherfreunde schon ein sehr spannendes Thema. Wie ist das Buch entstanden? Woher kommt der Nutzen des Schreibens, des Festhaltens von Geschichten, des Lesens? Welche Bedeutung hatten diese Entdeckungen und dann eben auch die Herstellung von Büchern in diesen großen Mengen, wie man es heute kennt? Die Autorin hat ihre Leidenschaft zur Antike in ihrem Philosophiestudium entdeckt und schrieb daher ja dieses Buch zur Entstehung des Buches, als es noch anders war, als wir es einfach jetzt kennen. Also wenn man wirklich viele tausend Jahre zurückgeht, wie Menschen kommuniziert haben, was sie festgehalten haben, alleine wenn ich zum Beispiel an, und da sind wir beim Thema Papyrus, an die Pyramiden zum Beispiel in Ägypten denke, was man da in den Pyramiden findet, in den Gräbern findet, an Säulen findet. Und man weiß genau, hier wird eine Geschichte erzählt über die Hieroglyphen. Hier werden über Bilder, im Grunde Ereignisse festgehalten. Wer hat wann mit wem über was gekämpft und so weiter. Wer war hier der Herrscher? Allein, dass manchmal nicht das Wort gebraucht wird, sondern eben eine Hieroglyphe, ein Zeichen, das fand ich schon immer super spannend. Wir sind hier eben auch bei der Gründung zum Beispiel von Alexandria dabei. Wir sind erleben Herrscher und Kriege, eben auch Bauwerke wie Bibliotheken. Und Alexandria fehlt mir ja tatsächlich noch in meiner ägyptischen Laufbahn, sage ich mal. Das ist auch was, was ich unbedingt irgendwann mal sehen möchte. Und auch wenn man die Bibliothek ja nicht mehr besuchen kann. Aber das ist natürlich auch, was die Griechen angeht und die Römer und so weiter. Und wann der moderne Buchdruck kam. Also wir haben hier wirklich ein Rundumpaket der Geschichte. Es ist sehr lebendige Geschichte. Also es ist gerade schon so, dass die Autorin es schafft, es für uns als Bücherfan sehr spannend zu gestalten, dass es für mich auch sehr interessant war, diese einzelnen Etappengeschichten zu lesen. Ich fand das sprachlich tatsächlich schon sehr mitreißend. Ich hatte es mir tatsächlich ein bisschen trockener vorgestellt. Und ich mag es sehr, wie sie einen auch immer wieder einfängt. Also selbst wenn mal irgendwie ein Part kommt, der einen vielleicht nicht so interessiert oder der auch einfach nicht so spannend erzählt ist, weil er vielleicht auch einfach nicht spannend ist, dann fängt sie einen wieder ein und schafft es lebendig, eben Szenen und Epochen im Grunde darüber zu berichten und uns das im Grunde zu erzählen. Es gibt sehr interessante Fakten, die wirklich gut aufbereitet sind und eben schon ab und an mal trocken waren, aber es war wirklich eher sehr, sehr selten. Auch die ursprüngliche Methode fand ich super spannend zum Lesen lernen bzw. Schreiben lernen, die sie uns im Grunde gezeigt hat, fand ich super interessant. Deshalb, weil ich da vorher auch gar keine Ahnung darüber hatte, mir auch gar keine Gedanken tatsächlich drüber gemacht habe. Und umso spannender fand ich tatsächlich diesen Part. Es ist schon eine Art Sachbuch mit historischem Einschlag, der aber auch viele persönliche Erlebnisse und Erkenntnisse der Autorin mit hineinpackt. Und das fand ich tatsächlich einfach weniger spannend. Also mich hat das persönliche Leben der Autorin einfach nicht so interessiert. Und auch die Mischung, die sie da irgendwie reingebracht hat, das fand ich tatsächlich irgendwie unpassend und hat auch nicht irgendwie immer zu diesem Buch beigetragen, zu der Geschichte rund um das Lesens und das Buchen. Es gibt auch einige Wiederholungen. Die fand ich auch einfach ein bisschen unnötig und es machte die Geschichte auch einfach langwieriger, weil das Buch hat ja auch irgendwas über 700 Seiten. Und ich denke, hätte man diese Wiederholungen ein bisschen rausgelassen, hätte man sich wahrscheinlich gut ein Viertel wahrscheinlich davon sparen können. So wurde es eben immer mal wiederholt. Es wurde dadurch auch ein bisschen langweilig und langwieriger. Das fand ich schade. Und zudem, und das ist, glaube ich, so mein größter Kritikpunkt, gibt es irgendwie keinen richtigen roten Faden, beziehungsweise ja, hat die Autorin keine Chronologie, an der sie sich irgendwie hält. Und da tat ich mir tatsächlich ein bisschen schwer, da immer zu folgen, das einzuordnen, das in meinem Kopf zu sortieren. Jetzt könnte man natürlich sagen, alles andere wäre zu einfach. Man muss natürlich auch beim Lesen mal nachdenken, da stimme ich auch zu. Aber es gibt ja eine gewisse Chronologie in der Geschichte. Und wenn man es zumindest irgendwie thematisch über den roten Faden löst, und das fand ich hier wirklich sehr unschön gelöst, es wirkte so ein bisschen wirr und das hätte es tatsächlich gar nicht gebraucht. Man spürt die Liebe der Autorin zu den Büchern, da sind wir uns definitiv sehr, sehr ähnlich. Aber alles in allem, ja, fand ich tatsächlich dieses fehlende
ja, diese fehlende Chronologie, diese fehlende roten Fahrten, diese Wiederholungen und eben auch so diese persönlichen Einschübe, das fand ich einfach ein bisschen unnötig. Es war ein gutes Buch, was ich tatsächlich ganz okay fand, aber es wäre jetzt nichts, wo ich sage, das würde ich anderen Bücherfreunden tatsächlich vielleicht einfach so blind kaufen, weil es dazu einfach auch zu dick ist. Und zum anderen muss man auch ehrlich sagen, ja, dass einfach das Problem ist, dass das schon sehr speziell auch einfach ist. Also selbst wenn man einen Vielleser hat, glaube ich, ist es für den schwierig, oder da einzuschätzen, ob das was für einen ist. Es war okay, ich habe es gerne gelesen. Ich glaube, 150 Seiten hätten, fehlende Seiten hätten sozusagen dem Buch besser getan. Und ich hätte einfach das Persönliche von der Autorin nicht so, ja, gemischt gebraucht. Aber ja, ansonsten war es super spannend, hier durch die Geschichte des Buches, des Schreibens, des Lesens einfach mal zu sausen. Und eben gerade, wenn es dann um Ägypten geht, da bin ich natürlich großer Fan, lese sowas gerne. Und dementsprechend, ja, konnte es mich abholen, hat mich unterhalten. Aber ja, so eine richtige Empfehlung, ja, ist eher eine eingeschränkte Empfehlung und wahrscheinlich wirklich für einen sehr speziellen Lesekreis. Das erste Buch im Oktober ist Das Haus der Frauen von Letizia Colombani, die ja bekannt wurde durch ihr, ich glaube sogar Debütroman Der Zopf, den ich damals nicht gelesen habe, weil es doch ganz unterschiedliche Meinungen dazu gegeben hat. Das Haus der Frauen habe ich, ich glaube, zu Weihnachten geschenkt bekommen und mir war tatsächlich an dem Wochenende, wo ich von Düsseldorf wiedergekommen bin, einfach nach einem kürzeren Büchlein und ja, so habe ich dazu gegriffen. Ja, ich habe, wie gesagt, noch kein Buch der Autorin gelesen und war ja da ganz gespannt, was mich hier so ein bisschen erwarten wird. Ja, die Geschichte spielt in Paris und spielt auf zwei Zeitebenen. Wir treffen in der Jetztzeit, in der Gegenwart die Anwältin Solane. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Ich spreche leider kein Französisch. Die, ja, die als eine Art Schreiberin im Haus der Frauen arbeitet, unterstützt. Das kam daher, dass sie eigentlich Anwältin ist, aber als sie eben mit Depressionen zu ihrem Arzt geht, empfiehlt er ihr im Grunde eigentlich ehrenamtliche Arbeit. Er empfiehlt ihr keine Therapie, was ich wirklich sehr merkwürdig fand. Und so landet sie im Grunde im Haus der Frauen, um dort ehrenamtlich zu unterstützen und eben den Papierkram übernimmt und auch Briefe schreibt und Ähnlichem. Und da eben das Haus und die Frauen eben unterstützt. In der Vergangenheit, da sind wir in den 1920er Jahren, treffen wir im Grunde auf Blanche, die die Leiterin eines Zweiges der Heilsarmee ist und dieses Haus der Frauen dann im Grunde gründet, eröffnet und hier eben einen geschützten Raum für Frauen findet. Und so lernen wir sehr viel über dieses Haus, über die verschiedenen Zeiten und eben auch über diese beiden Frauen, die hier in den Fokus gerückt werden. Ich finde, das ist eine sehr interessante Idee. Auch das historische Setting hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Haus gibt es in Paris wirklich. Das heißt, auch die Vergangenheitsgeschichte ist im Grunde mehr oder weniger historisch nah am echten Leben, also an der Vergangenheit dran. Und es gibt auch nach wie vor ehrenamtliche Helfer, die eben die Frauen in Not unterstützen, wie wir es eben mit Solane, unserer Anwältin, erleben. Ich fand leider die Charaktere nicht ganz so greifbar. Auch auch manche Entscheidungen der Frauen konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, weil sie nicht so richtig nachvollziehbar erzählt wurden. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand den Arzt in der Gegenwart total merkwürdig, dass er Solane bei einer Depression empfiehlt, ehrenamtliche Arbeit zu tätigen und nicht irgendwie eine Therapie vorschlägt. Das finde ich wirklich sehr bedenklich und merkwürdig, aber ja, auch besonders mit Solane, also der Gegenwart, hatte ich so meine Probleme, weil sie sich viel zu sehr in den Vordergrund gestellt hat, dass sie auch ihre Emotionen, die ja nicht ganz so rüberkommen, und Probleme von sich selbst stellt sie so über die der Frauen, die wirklich Probleme haben. Und natürlich ist das ein Depressionsbild und jeder Mensch ist anders. Und mir ist schon klar, dass man, wenn man eben in der Depression ist, dass man dann Dinge eben anders wahrnimmt und manchmal sich für sich selbst eben einfach man selbst sozusagen die Sonne ist und die sich alle anderen kreisen. Aber ich fand das tatsächlich ein bisschen schwierig in der Gegenwart, weil ich ja auch mehr über die Frauen, über das Jetzt erfahren wollte und nicht nur über Solane, die ja eigentlich nur die Gegenwart transportieren soll und nicht die Gegenwart ist, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Auch fand ich sie sehr klischeehaft und ich fand auch, dass ihre Selbstreflexion einfach viel zu spät gekommen ist, während ich aber den historischen Zweig und auch Blanche richtig toll fand. Also ich mochte die Vergangenheit
Vergangenheit, ich mochte ihre Motivation, ich mochte ihren Antrieb. Das fand ich wirklich toll erzählt, toll rübergebracht. Und da spürt man auch im Erzählstil definitiv einen Unterschied, auch wenn der Stil leider ein bisschen flach war. Er wirkte auch sehr sachlich, er hatte wenig Emotionen. Es wirkte auch eher wie so ein bisschen ein geschichtliches Sachbuch als wie ein Roman. Aber nichtsdestotrotz hat mir die Vergangenheitsgeschichte definitiv besser gefallen. Ich hätte mir sprachlich ein bisschen mehr Unterschiede gewünscht zwischen damals und heute, denn die Frauen vor 100 Jahren oder die Menschen vor 100 Jahren haben eben einfach anders gesprochen, als wir das heute tun. Und da hätte ich mir mehr Unterscheidung gewünscht. Nichtsdestotrotz fand ich gerade das Bildhafte schon gut dargestellt, dass man die Vergangenheit greifen konnte und auch die Gegenwart. Hatte ich manchmal das Gefühl, ich werde belehrt. Und das finde ich in Büchern immer schwierig. Das kenne ich sonst eher so ein bisschen aus Jugendbüchern, wo es ja vielleicht noch einen gewissen Grund hat, warum das so ist. Aber das fand ich hier einfach sehr merkwürdig und nicht passend. Die Themen Nächstenliebe und Solidarität, gerade eben mit missbrauchten Frauen oder ja, man merkt es ja jetzt auch gerade, was auf der Welt so ein bisschen los ist, wofür Frauen auf die Straße gehen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass uns das immer wieder gesagt wird und gezeigt wird und erzählt wird. Und das ist eben, ja, das, ich meine, wir sind ja keine Minderheit und da möchte ich jetzt nicht irgendwie jetzt die große Feministin raushängen lassen. Aber ich finde solche Themen wichtig und dass man eben auch einfach Mitgefühl hat und dass man diese Themen auf dem Schirm hat und nicht in seiner eigenen Bubble so ist und sagt, okay, bei mir ist alles gut, so wird es dem Rest der Welt auch gehen, denn das ist definitiv nicht so. Und das hat für mich Letizia Columbani sehr gut rübergebracht. Es war wenig spannend, Schreibstil war ein bisschen flach, wenig Emotionen, wenig Nachvollziehbarkeit. Ich muss sagen, es war okay, aber ich habe mir schon mehr erwartet. Jetzt kann man auch fragen, was erwartet einem vielleicht auf 250 Seiten? Ist das vielleicht einfach zu kurz, um da Emotionen und so aufzubauen? Das kann natürlich sein. Ich habe es gelesen, aber ich hatte mir definitiv mehr erwartet. Also es ist schon eher so ein kleiner Flop, eben weil man es ja oft sehr positiv auch irgendwie wahrnimmt auf YouTube oder in Rezensionen. Aber ja, jetzt habe ich es gelesen, es ist vom Sub befreit. Aber ja, ich habe mir da einfach mehr erwartet und auch mehr erhofft, weswegen ich auch, glaube ich, einfach dran geblieben bin. Aber ja, nicht jedes Buch kann einen gut unterhalten, nicht jedes Buch kann ein Highlight sein. Aber so weiß man die anderen dann halt auch wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Aber ja, es ist gelesen, Das Haus der Frauen, aber von mir leider keine Empfehlung. Das zweite Buch im Oktober und ja, ein Buch, was ich an meinem ersten Urlaubstag direkt beendet habe, ist Frauen, die wandern, sind nie allein von Carrie Andrews mit einem Vorwort der Bestseller-Autorin Rebecca Maria Salentin. Ein Buch, was ich ja wirklich jetzt an einem Tag und einem Abend gelesen habe. Es beinhaltet 10 Geschichten von Frauen, die eben in irgendeiner Art und Weise wandern. Ja, sehr oft sehr untypisch für ihre Zeit. Ich selbst bin ja auch seit ja, knapp 3 Jahren eine Frau, die sehr gerne wandert, die sehr gerne auch lange spazieren geht und ja, hat sich tatsächlich mit dem Hund ein bisschen verändert, weil der nicht so die Kondition hat, um auch mal so 10 Kilometer am Stück zu gehen, aber das bauen wir noch nach und nach, denke ich dann auch im nächsten Jahr auf. Aber mich hat hier das Cover angesprochen, der Titel angesprochen und ich war sehr interessiert daran, was eben die verschiedensten Frauen zu ihren Epochen aus ihrer Zeit eben erzählen. Wie untypisch es früher eben war, wenn Frauen einfach losgezogen sind, sie das manchmal heimlich noch vor dem ersten Glockenschlag gefühlt gemacht haben, wie sie angesehen wurden, wenn sie denn wandern gehen, was ihre Motivationen waren. Wir haben hier eben auch Autorinnen oder ja Frauen auch aus der Literatur, die eben auch während des Spaziergehens, während des Wanderns ihren kreativen Prozess in Wallung gebracht haben und sich das eben auch in den Geschichten widerspiegelt. Wir haben wirklich hier Zeiten von früher, wo man sagt, es war wirklich untypisch als Frau allein unterwegs zu sein, dass man eben ja diesem damaligen Frauenbild überhaupt nicht entsprochen hat, wie das eben auch die Umgebung gesehen hat, welche Konventionen diese Frauen gebrochen haben, damit sie eben einfach diesem Bedürfnis des Wanderns nachgeben konnten, was sie entdeckt haben, was die Motivation war, warum es Frauen gab, die eben verschiedenste Berge irgendwo in Schottland besteigen wollten, was das Wandern durch Wald, dieses Alleinsein
auch mit den Frauen gemacht hat, wie sich das in der Literatur wiedergespiegelt hat. Tatsächlich sind da auch ja, 3, 4 Namen drin gewesen, die mir was gesagt haben, von denen ich zum Beispiel auch schon ein Buch selbst gelesen habe. Und was eben das Wandern mit einem macht. Also wie am Anfang oftmals beim Wandern noch so die Gedanken kreisen und irgendwann diese monotone Tätigkeit, dieses sich nur umschauen, dieses Genießen, dieses Ein- und Ausatmen, wie das eben auch etwas sehr Meditatives haben kann. Und auch wenn man vielleicht vor 300 Jahren noch nichts zum Thema Meditation wusste oder das zumindest noch nicht im Alltäglichen drin war oder auch dieses Achtsamkeitsthema ist ja doch eher etwas Neueres, auch wenn es da schon tausende Jahre gibt, aber dass man da so seinen Fokus drauf legt, das ist, glaube ich, ja jetzt erst in den letzten Jahren wiedergekommen. Und was das eben auch einfach bewirkt und wie faszinierend es auch ist, wie oftmals wirklich der Prozess innerhalb des Wanderns dann tatsächlich auch so der gleiche ist. Also was sich da abspielt, welche Gedanken auch einfach verschwinden, wie man sich danach fühlt und wie es eben auch gewisse Denkanstöße, Kreativanstöße sozusagen einfach nach oben bringen. Und das fand ich richtig toll. Ich mochte es, wie Carrie Andrews uns etwas zu den Frauen erzählt hat, zu dem Werdegang erzählt hat, zu den Biografien, wie sie Zitate verwendet hat dieser Frauen, wie aber gleichzeitig eben auch diese Frauen, die eben gewandert sind, zu Wort gekommen sind, mit ihren Eindrücken, ihren Gedanken, egal in welcher Form, ob sie es dann eben in einem Buch beschrieben haben oder ähnlichem. Und das fand ich eine richtig schöne Mischung. Also man hat dadurch natürlich auch sprachlich den Unterschied gemerkt. Und gerade dieser sprachliche Unterschied hat mir wirklich gut gefallen. Man merkt natürlich, dass Ältere doch einfach sprachlich sich anders ausgedrückt wurde, als es heute der Fall ist. Ich mochte diese Mischung. Ich mochte, dass man eben auch erkennt, sind wir jetzt ein bisschen weiter zurück oder doch eher nahe unserer Gegenwart oder gar in der Gegenwart, eben wenn die Autorin, die diese Geschichten gesammelt hat, dann eben davon berichtet. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Mir persönlich war es vielleicht an mancher Stelle, ja, zu viel des Guten klingt immer so ein bisschen komisch, aber ich glaube, dass an mancher Stelle vielleicht so eine kleine Kürzung nicht schlecht getan hat, weil es doch manchmal ja sich ähnlich angefühlt hat, ähnliche Gedanken gesammelt wurden und rübergebracht wurden. Und natürlich, was soll man jetzt wirklich in 10 Geschichten über das Wandern erzählen? Da erfindet ja auch keiner das Rad neu, aber irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch einfach mal so eine andere Meinung irgendwo hätte ich tatsächlich spannend gefunden. Aber wirklich eine Empfehlung für Leute, die sehr gerne wandern, die sehr gerne spazieren gehen, die auch sehr gerne erfahren möchten, wie andere Menschen das wahrnehmen, wenn sie eben im Wald, im Gebirge, auf freier Fläche irgendwo unterwegs sind. Mir hat es sehr gut gefallen, es hat sich sehr gut lesen lassen. Es ist wirklich so ein kleines Highlight, weil es auch so ein Thema aufgreift, was eigentlich so banal ist, was jeder einfach tun kann, der laufen kann, der ist jetzt nicht banal, aber ihr wisst, glaube ich, dass meine Mann braucht im Grunde nichts dazu, außer vielleicht irgendwie eine Flasche Wasser und gesunde Beine und was natürlich auch schon sehr wertvoll ist. Ich möchte das gar nicht, na, ihr versteht, aber im Grunde kann jeder einfach sofort losstarten und unbekannt durch eine neue Stadt laufen, sich einen Wald suchen, an einem See laufen, am Meer, am Strand. Also es gibt so viele Möglichkeiten und das fand ich so toll, dass man aus dieser Banalität so etwas Besonderes gemacht hat und ich glaube, man geht dann danach auch einfach ein bisschen anders durch die Welt. Also nochmal vielen Dank an den Goldmann Verlag für diese wunderbare Ausgabe beziehungsweise für das Rezensionsexemplar, was mich sehr gefreut hat und mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten hat. Und jetzt zum Hörbuch der Woche, was ich so bei knapp 27% abgebrochen habe, und zwar Der Leuchtturm an der Schwelle der Zeit von Natasha Pulley. Es ist, glaube ich, das 2. Buch der Autorin, was auch im Klett-Cotta Verlag erscheint. Das 1. Buch war irgendwas, ich glaube, mit einer Bibliothek, ich bin mir gerade nicht sicher. Das habe ich nicht gelesen, es hatte mich so ein bisschen angesprochen, hatte aber dann auch sehr gemischte Meinungen. Aber bei Der Leuchtturm an der Schwelle zur Zeit hat mich natürlich das Zeitreisethema angesprochen und hier scheint doch relativ stark das Licht, die Sonne rein, das habe ich gar nicht so. Also hier ist es gar nicht so, wie es in der Kamera aussieht. Ja, auf jeden Fall hat mich Cover angesprochen, mich hat natürlich auch der Klappentext angesprochen. Sprecher war, habe ich verdrängt, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ah, ich bin manchmal sehr unvorbereitet. Sprecher ist Jonas Minte und ja, der ist mir nicht negativ irgendwie aufgefallen, aber ja, hat jetzt die Geschichte leider auch nicht retten können. Einfach aus dem Grund, ja, ich habe es ja am Ende abgebrochen. Ja, was habe ich mir von der Geschichte
Geschichte ein bisschen erwartet. Natürlich ein bisschen Zeitreise. Wir hätten ein alternatives England, was irgendwie französisch ist. Und dann findet Joe, unser Protagonist, eben einen Zettel, der eben, ich glaube, 90 Jahre zurückliegend ist. Und er sagt, okay, wie kann er denn einen Brief aus dieser Zeit erhalten haben? Ich habe es mit der Geschichte wirklich probiert. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass mir der Sprachstil überhaupt nicht liegt, dass ich es sehr verwirrend finde, dass ich den Sprachstil gewöhnungsbedürftig fand, dass ich es sehr verschachtelt fand, dass ich es auch irgendwie sehr eindimensional fand, dass es keinen Tiefgang irgendwie hatte, es plätscherte vor sich hin und bereits so nach 10-12% dachte ich, naja, irgendwie, ob das nochmal was wird. Ich habe aber immer auf diese Zeitreise gewartet, auf anfangs ist es ja so, dass eben Joe sich im Grunde wiederfindet, er sich nicht daran erinnern kann, wie er hier hingekommen ist, wo er gerade ist, wann er gerade ist, er dann in einer Klinik ist und dann eben auch entlassen wird und dann eben auf der Suche danach ist, wo er herkommt und wer er ist. Und im Grunde kam ich so grob dazu, bis es dann zu dem Ereignis kommt, was auch im Klappentext steht, eben mit diesem Brief. Ein bisschen darüber hinaus habe ich noch gehört. Aber ja, ich muss sagen, ich liebe Fantasy, ich liebe Zeitreise, aber das war beides gefühlt irgendwie nicht. Ich fand beides nicht wirklich gut. Ich fand es sehr schwierig irgendwie zu folgen. Vielleicht liegt das auch im Hörbuch, das kann natürlich durchaus sein. Aber ich fand es sehr einfach, ich fand es nicht tiefgründig genug. Ich konnte Joe nicht greifen, seine Probleme, seine Gedanken, seine Gefühle. Und irgendwie lief das alles so vor sich hin und ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie keinen Zugang gefunden. Zudem wirken auch die Charaktere wahnsinnig kindlich, jugendlich und ich glaube, Joe wird irgendwann mal erwähnt, dass er über 30 Jahre schon gearbeitet hat. Dementsprechend, wenn ich so grob hochrechne, wie alt er sein müsste und er hat sich überhaupt nicht irgendwie wie in diesem Alter verhalten. Und nein, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man sich mit 50, Mitte 50 alt und gediegen irgendwie benehmen muss, aber halt, man ist halt auch kein Teenie mehr. Also ich meine, irgendwie hat man eine gewisse Lebenserfahrung und die drückt sich natürlich auch im Denken und im Tun aus. Und ach, ich weiß auch nicht. Also mich hat dieses Buch irgendwie zwischen all den merkwürdigen Sätzen, dem gewöhnungsbedürftigen Stil, es gibt irgendwie keinen roten Faden, es gibt nichts, was man irgendwie folgen kann. Und ich fand auch irgendwie den Protagonisten und auch die Charaktere sehr unglaubwürdig und irgendwie hat mich das tatsächlich verloren. Also ich habe gestern noch so ein bisschen rumüberlegt, ob ich noch weiterhöre, aber eigentlich habe ich keine Lust und heute habe ich dann auch beschlossen, nein, dann ist das eben, wie es ist. So schade es ist, ich hätte mich sehr auf einen Zeitreiseroman gefreut, aber ja, der ist es irgendwie nicht und sehr schade. Also es ist wirklich, ja, irgendwie merkwürdig gewesen und eigensinnig und ja, leider nicht für mich, aber meine Lebenszeit ist einfach zu schade, um es mit Büchern oder auch Hörbüchern zu verbringen, die mich nicht gut unterhalten und dementsprechend breche ich das Buch so, ja, nach knapp 120 Seiten, müsste so ein Viertel grob gewesen sein, breche ich es leider ab. Ja, schade. Es wurde mal wieder Zeit für ein englisches Buch und zwar The House at the Edge of Magic von Amy Sparks, ein Buch, was ich schon ein ganzes Weilchen jetzt auf meinem Sub hatte. Ich wollte wieder so ein bisschen Wohlfühlgruseln für Kinder haben und habe dann gedacht, das Buch hast du doch eh hier, dann greif dazu. Es gibt aktuell 2 Bände im Englischen. Der 3. Band zu der Reihe erscheint im Januar und im Deutschen. Da heißt es, das Haus am Rande der Magie ist auch, glaube ich, schon Band 1 und 2 erschienen. Also sollte euch das irgendwie interessieren. Cover gefällt mir im Übrigen in beiden Sprachen sehr gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mich hat damals auch wirklich so ein bisschen das Goldene hier so angesprochen und dementsprechend, ja, habe ich es mir damals auch auf Englisch geholt. Ja, wir treffen in der Geschichte 9 und sie ist eine Taschendiebin und findet bei einer Mission ein Miniaturhaus. Es ist super klein und passt auch irgendwie auf ihre Hand. Und als sie dann aber irgendwie neugierig ist und die Tür öffnet, eröffnet sich ihr eine neue magische Welt. In dieser scheint nichts unmöglich zu sein und es gibt viele verrückte und durchgeknallte Kreaturen. Und das Haus steht unter einem Bann. Und laut den Insassen des Hauses kann nur 9 diesen brechen. Und ja, so viel mehr gefühlt ist es tatsächlich nicht. Leider hat es mich nicht so wohlig gegruselt und unterhalten wie andere Kinderbücher der letzten Zeit. Egal, ob es City of Ghosts ist, ob es Nevermore ist oder was habe ich noch geliebt? Evelyn Jones zum Beispiel. Es hat irgendwie schon was Magisches.
Es ist aber wahnsinnig trostlos, deprimierend und es ist, also ich möchte das keinem Kind vorlesen, das muss ich ehrlich sagen. Es war sprachlich okay, ich fand den Anfang doch recht verwirrend, habe da wirklich auch so ein paar Momente gebraucht, bis ich mich in den Schreibstil gefunden habe, aber ich sag mal so, nach ja, knapp 40, 50 Seiten war ich da drin. Es gab schon so ein paar Stolperer, manches war auch nicht so richtig klar, dementsprechend ja, dann wurde es aber definitiv einfacher und dann hat man auch gemerkt, dass der Stil, dass man sich dran gewöhnt hat an diesen etwas andersartigen Stil, so würde ich das nennen. Ich glaube, im Deutschen wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen. Ich habe mir bisher aber noch mit keinem Kinderbuch irgendwie schwer getan. Dementsprechend weiß ich nicht, ob es hier jetzt einfach an der Sprache lag oder ich einfach ein, zwei schlechte Tage hatte. Ja, am Anfang war es eben, wie gesagt, ein bisschen verwirrend. Auch der Geschichte, der Aufbau der Geschichte ist irgendwie nicht so richtig. Ja, mitreißend und packend geschrieben. Die Welt rund um Neun und das Haus wirkt tatsächlich sehr trostlos. Es ist nicht fröhlich, es ist nicht heiter, es ist auch keiner freundlich. Es ist sehr schwer, es ist sehr traurig. Ich fand es gefühlt, und ja, mit diesem Wort sollte man immer aufpassen, aber ich fand es sehr deprimierend und ich fand, dass weder die Cover, egal ob im Englischen, im Deutschen oder die Klappentexte, dass die irgendwie zu dieser Geschichte passen. Mir fehlte auch so ein bisschen dieses Augenzwinkern, dieses Gruseln zwischen den Zeilen, was man aus anderen Geschichten kennt. Es fehlt hier wirklich komplett und es war auch nicht so richtig kreativ und ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie ein bisschen langweilig und einfach trostlos. Also ja, konnte da keine Freude irgendwie finden. Zudem blieben einem die Charaktere auch sehr fremd. Man kam ihnen nicht sehr nah, weil man so ein bisschen von der Entfernung nur zugeschaut hat. Und Neun war für mich ein ganz schwieriger Charakter. Die war wahnsinnig stur, die hat sich nichts sagen lassen, die hatte keine Manieren, die war wirklich frech. Und selbst von den liebenswerten Charakteren, die man in der Geschichte kennt, da lässt sie sich nicht beraten, sie nimmt keinen Tipp an und sie ist da einfach wahnsinnig stur. Und so einen Charakter möchte ich keinem Kind präsentieren. Wobei ich weiß, wir sind ja gefühlt auch alle mit Pippi Langstrumpf groß geworden, die ich auch ein ganz ungezogenes Gör finde und auch schon als Kind fand. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Was mir sehr gut gefallen hat, waren die Nebencharaktere, also zum Beispiel Eiderdaus und Dr. Löffel. Die Taten der Geschichte fand ich richtig, richtig gut. Das hat mir wirklich auch ein Schmunzeln aufs Gesicht gezaubert. Die Geschichte wird an und für sich für Kinder so ab 10 empfohlen und ich glaube, das hat von dem, wie die Welt aufgebaut ist und auch ein bisschen wie düster sie ist, durchaus Berechtigung. Jünger würde ich nicht sagen. Es ist nicht sehr gewaltvoll, aber durch diese Trostlosigkeit, ich glaube, dass das muss ein Kind auch irgendwie erstmal verarbeiten. Also ich fand es leider nur so okay. Es hat mich schon dann gut unterhalten, aber es war wirklich trostlos und dunkel und düster und das halt auch nicht auf einer positiven Art und Weise. Und halt Neun als Charakter fand ich echt schwierig. Aber ja, ich habe es gelesen, es wird ausziehen, ich werde auch nicht in der Reihe weiterlesen, aber ja, sehr schade, hatte mich gefreut, hier vielleicht tatsächlich so ein Kindergrusel-Highlight nochmal irgendwie in Händen zu halten. Und das letzte Buch der beiden Wochen, boah, ist dann ein Buch, was ich abgebrochen habe. Also es war irgendwie, war nicht lesetechnisch sehr gut die letzten Wochen. Und zwar Cold Town von Holly Black. Ich hatte Lust auf Vampire. Mich verfolgt diese Lust bestimmt schon 3, 4 Wochen. Ich habe mich immer dagegen gewehrt und dachte so, ja, du hast jetzt aber keine Vampirbücher auf dem Sub, du hast genügend anderes auf dem Sub, lese, was da ist. Und ja, es hat sich auch immer irgendwas gefunden, aber die Lust war dann groß. Und dann dachte ich mir, guck doch einfach mal, was so ein bisschen irgendwie an Vampirbüchern vielleicht irgendwie, ja, irgendwie zu finden sind und bin dann auf Holly Blacks Cold Town gestoßen und kann mich daran erinnern, als das vor 2, 3 Jahren herauskam, es kommt jetzt eben auch das Taschenbuch heraus, dass das doch ja recht laut im Gespräch war und ich da auch positive Dinge so gehört habe. Und dann dachte ich, ja, ist natürlich cool, wenn Vampire irgendwie zu dieser Welt gehören und das normal ist, dann hat es natürlich nochmal einen ganz eigenen Charme und dementsprechend habe ich mir das E-Book geholt. Ich glaube für 6,99, man hat das E-Book jetzt reduziert, weil eben auch der Taschenbuchpreis natürlich günstiger ist als das Hardcover und ich fand das Cover cool und der Klappentext klang spannend und dann habe ich da das Lesen angefangen. Und ich bin so knapp, ja, 20, 22% weit gekommen. Das sind so ein bisschen was über 100 Seiten. Ich hatte einfach keine Lust mehr. Ja, wir treffen auf Tana. Sie ist eine Jugendliche, ich weiß nicht, 16, 17, vielleicht auch 18. Sie geht auf eine Party und irgendwie ist sie dann so betrunken,
dass sie irgendwie wegtritt. Am nächsten Morgen wacht sie irgendwie auf und merkt recht schnell, dass sie die einzig Überlebende ist. In dem Haus finden sich nur noch Leichen. All ihre Freunde wurden umgebracht und liegen eben in Sterbenstarre sozusagen in diesem Haus. Und ja, überall in diesem Haus sind eben die Toten und keiner ihrer Freunde ist irgendwie mehr am Leben. Es scheint, dass Vampire ihr Unwesen getrieben haben, obwohl diese ja eigentlich immer in diesen Cold Towns eben leben sollten und müssen. Sie trifft dann irgendwie auf ihren Ex-Freund Aiden, der angekettet irgendwie an einem Bett gefesselt ist, der aber auch von sich selbst sagt, ja, ich habe zwar überlebt, aber ich denke, ich bin infiziert. Und sie soll ihn jetzt in so einen Cold Town bringen. Auch sie vermutet, dass sie eben infiziert ist, weil sie eben auch nicht das ausschließen kann. Und sie treffen dann eben auch noch auf den geheimnisvollen Gavriel. Und der seines Zeichen eben irgendwie ein Vampir ist und etwas Magisches, na, Mystisches umgibt, so muss man sagen. Und ja, jetzt machen sie sich irgendwie zusammen auf diesen Weg nach Cold Town. Und viel mehr ist gefühlt auf diesen knapp 100, 120 Seiten auch nicht passiert. Und ich fand es einfach nur dumm. Also es ist echt, ich habe das irgendwie gelesen und habe mir gedacht, will man mich hier eigentlich irgendwie auf den Arm nehmen? Also, angefangen von der Merkwürdigkeit, dass Tana aufwacht in einem Haus voller Leichen und vermeintlich einem Vampirangriff. Also ich wüsste nicht, ob ich so ruhig bleibe. Ich wüsste nicht, ob ich ganz gefasst durch das Haus laufe und sage, oh guck, hier liegt Jane und hier liegt Peter und ach Mensch, die sehen auch aus, als würden sie schlafen. Also ich glaube, ich würde irgendwie hysterisch werden. Ich glaube, ich würde schreien und das erste oder spätestens das zweite, nachdem ich mich übergeben habe, wäre wohl, dass ich zum Handy greife und die Polizei hole. Das überlegt sie auch einen Moment. Dann gibt es aber irgendwie Dinge, die dagegen sprechen, die für mich überhaupt nicht logisch oder nachvollziehbar erklärt wurden. Und ich mir dachte, ja, scheint wahrscheinlich Sinn zu machen, dass das öfter mal passiert. Och, sind wir entspannt, hier liegen 20 tote Jugendliche, ist vollkommen egal. Fand ich, das geht überhaupt nicht. Also, da habe ich mich echt gefragt, was ist Tana? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Auch wie sie über Dinge denkt, zu dem... Also, ja, dann trifft sie auf ihren Ex-Freund, Aiden. Und das muss ja ein ganz spezieller Typ sein, der auch irgendwie eine ganz besondere Ausstrahlung hat und Wünsche geäußert hat, was eben auch so die sexuellen Spielchen angeht. Und dann wurde darüber sich Gedanken gemacht, beziehungsweise wurde uns erzählt, was sie alles für Aiden gemacht hat in der Beziehung und dann hat er doch Schluss gemacht. Und ich dachte mir wieder, da ist ein Haus, da sind 20, 25 Jugendliche tot. Und du erzählst mir gerade, was du alles Merkwürdiges, also sie hat das dann ja selbst so gesagt, jetzt über sexuelle Gelüste kann man ja denken, wie man möchte, das steht ja jedem frei, aber sie hat ja selbst von diesen Merkwürdigkeiten eben als Merkwürdigkeiten erzählt. Und ich denke mir, das interessiert mich überhaupt nicht. Was interessiert mich? Also, hallo, ich will Vampire, ich will Grusel, ich will... Und ich bekomme eine merkwürdige... Tussi, die irgendwie, ich weiß auch nicht, ich fand das wirklich anstrengend. Es gab irgendwie keine so richtige Spannung, es ist irgendwie nicht sehr viel passiert. Ich habe auch keinen wirklichen Vampir, außer Gavriel, insofern wir den da so zählen wollen, irgendwie gefunden. Ich fand die Idee halt cool, dass wir hier so eine Urban-Fantasy-Welt haben, wo eben Vampire eine normale Rolle spielen, also als Kreaturen, die es eben einfach gibt. Mir hat der Schreibstil nicht gefallen, ich fand das sehr... plump und banal. Es wirkte fast so ein bisschen wie ein Skript, also wie wenn das noch gar nicht fertig ausgearbeitet ist. Und also ich, nein, meins war es nicht. Also ich fand das wirklich überhaupt nicht lesenswert. Und ich war da wirklich, ja, also meins war es nicht. Ich habe es abgebrochen. Ich habe Sonntagabend noch überlegt, liest du nochmal weiter? Und ich dachte, nein, 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 fang einfach mit dem nächsten Hörbuch an. Und das habe ich dann auch einfach gemacht und oh, nee, also das war leider nicht meins. Also von mir da gar keine Empfehlung. Ich muss, glaube ich, nochmal in die positiven Rezensionen so reingucken, was ich da irgendwie verpasst habe. Also hätte ich einfach weiterlesen sollen. Wahrscheinlich wird es spannend ab Seite 150. Aber wenn Tana so bleibt oder Tana, dann möchte ich mit ihr nichts zu tun haben.
Das zu den Büchern der beiden Wochen. Ich habe auch ein bisschen Serie und Filme geguckt. Es wird ja jetzt, wenn ihr die Bücherwoche seht, ist ja Ringe der Macht, die erste Staffel beendet. Da überlege ich, ob ich dazu dann einfach mal zu der Staffel 1 ein Video drehen möchte. Und ja, ich bin überhaupt nicht begeistert, aber ich möchte versuchen, das so ein bisschen auch die schönen Seiten der Serie zu sehen. Dementsprechend, da bin ich weiterhin dran. Ich liebe House of the Dragon. Da haben wir ja dann jetzt theoretisch noch 2 Folgen, wenn die Bücherwoche online kommt. Und ich vermute auch, dass ich dazu ein abschließendes Video drehen werde. Wenn ihr da Fragen habt oder Dinge, die ihr wollt, dass ich einfach mal bespreche oder was euch da besonders interessiert an meiner Meinung, schreibt das sehr gerne in die Kommentare. Dann habe ich Hokus Pokus 1 und 2 auf Disney Plus angeguckt. Hokus Pokus habe ich bestimmt schon 5 oder 6 Mal gesehen. Das ist ja ein Film von Anfang der 90er und jetzt knapp 30 Jahre später tauchen eben die drei Schwestern wieder auf. Und ich habe auch den zweiten Teil mir jetzt auf Disney Plus angesehen und ich muss sagen, mir gefällt der erste Teil definitiv besser. Wahrscheinlich auch, weil man so ein bisschen Kindheitserinnerungen damit hat. Es ist irgendwie düster und gruselig und humorvoll und es ist so eine schöne, runde Geschichte, die perfekt in den Oktober passt. Beim zweiten Teil haben wir natürlich auch die Schauspielerinnen wieder alle beisammen. Das fand ich auch richtig cool gemacht. Ich fand es auch so zum Schmunzeln. Ich mochte auch die Musikeinlagen. Aber ich fand so im Vergleich den ersten Teil auf jeden Fall besser. Es lohnt sich aber beide anzuschauen, wenn ihr Disney Plus habt. Das ist auf jeden Fall keine vergeudete Zeit. Anders ist es bei Austenland auf Netflix. Ich glaube, das ist ein Film, der auch schon 8, 9 Jahre alt ist. Der ist mir jetzt irgendwie auf Netflix angezeigt worden. Ich weiß gar nicht, ob es ihn da schon immer gab. Und ich bin jetzt ja nicht der größte Jane Austen-Fan, aber ich mag einige ihrer Bücher sehr gerne. Ich habe auch schon die ein oder andere Biografie oder na, so was Ähnliches rund um Jane Austen eben gelesen zu ihrem Leben, zu der Zeit, in der sie gelebt hat. Und dachte, ja, guck dir doch mal Austenland an, läuft auf Netflix. Und hier haben wir eine junge Frau, die ist total vernarrt in Jane Austen und Mr. Darcy und da total in ihrem Himmel. Und dann gibt es eben dieses Austenland, das ist eben ja wie Disneyland, nur eben für Jane Austen-Fans, ein bisschen kleiner. Also man zieht sich so an, man spricht so, man trifft andere Gleichgesinnte und ich fand das einfach nur langweilig. Also ich habe nach einer Dreiviertelstunde abgeschalten und echt gedacht, also ich bin auch von vielen Dingen ein großer Fan und ich hätte überhaupt kein Problem damit, oder hatte ich auch in der Vergangenheit nicht, mich als Elb oder Hobbit zu verkleiden oder als Hogwarts-Schüler umherzulaufen und das so in diesem Fandom irgendwie unterwegs zu sein. Aber wie man das da so gezeigt hat, das fand ich mehr als gruselig. Also auch das, also was da, wie das so ausgenutzt wurde und wie diese Welt dann dargestellt wurde, dieser Bereich, was das für komische Charaktere irgendwie waren. Und ich habe nach einer Dreiviertelstunde abgestellt. Ich habe echt gedacht, ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Und nein, das war leider nicht meins. Das war nichts. Ansonsten House of the Dragon, ansonsten Ringe der Macht. Sonst habe ich serientechnisch gerade nichts. Ich liebäugle ein wenig mit Gilmore Girls. Da gefallen mir ja aber auch nur die ersten 2, 3 Staffeln. Aber ja, umso toller ist House of the Dragon. Also ich, das kann ich schon, also das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, ich glaube, das war es tatsächlich auch so ein bisschen. Ich glaube, viel mehr ist jetzt auch in den 2 Wochen nicht passiert. Ich glaube eh, dass das Video wahnsinnig lang ist, weil es ja doch so ein paar Bücher waren, die ich auch gelesen habe. Aber so richtig begeistert, also das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Da muss ich jetzt mal mein Highlighter Riecher irgendwie rausholen, auf das da doch mal noch so das ein oder andere jetzt in diesem Jahr vielleicht bei mir gelesen wird. Wenn ihr ein absolutes Highlight in den letzten Wochen gelesen habt, super gerne in die Kommentare. Bin ich gerade sehr offen für Highlights, obwohl ich habe 80 Bücher auf dem Sub, da wird auch das ein oder andere Highlight schlummern. Aber irgendwie hatte ich noch nicht das gute Händchen die letzten Wochen. Also so mit Ausnahmen. Aber gut. Das war es soweit von mir. Wie war euer Start in den Oktober? Büchertechnisch, Serien, filmtechnisch, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Wie gesagt, Highlights auch sehr gerne. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.